Hallo und herzlich willkommen, Freunde der Nacht, zu einer neuen Folge Marvel Spider-Man. Ich bin der Theo da. Das hier ist Miles, der Sohn eines Polizisten aus New York. Und wir haben hier gerade, wurde seinem Vater eine Medaille verliehen, weil der Spider-Man geholfen hat. Und die Dämonen haben jetzt hier alles in die Luft gejagt. Und da müssen wir jetzt mal gucken. Seine Mutter hat ihn hier rausgeschleppt. Er ist gerade wieder zu Bewusstsein gekommen. Und jetzt müssen wir wahrscheinlich Mutter und Vater suchen, denke ich mal. Das ist verrückt. Die Mutter ist jetzt losgerannt, um den Vater halt zu suchen. Und hat gesagt, wir sollen warten. Und als lieber Sohn warten wir natürlich jetzt. So. Oder drunter. Ach, da. Ei, der da aus. Da krabbelt der Klaus. So. Ja, die haben ja alles in Schutt und Asche gelegt. Guckt euch das an, Freunde der Nacht. Guckt es euch an. Oh. Fuck. Oh nein! Schnell! Denk da! Es rutscht weg! Oh, wo ist Spider-Man, wenn man ihn braucht? Come on! Ah, Astrein! Astrein, mein Sohn! Alles okay? Gut gemacht, Junge. Bist du okay? Ja. Bist du okay? Mir geht's gut, Mann. Mir geht's gut. Ist wirklich alles okay? Ja, alles gut. Mit mir ist alles okay. Ich bin okay, mein Schatz. Okay, hör zu. Ich liebe dich. Ich muss Dad finden, okay? Nein. Das. Nein. Dad, ja, wo ist Dad? Nein! Dad ist da drin. Ich werde ihn finden. Miles! Nee, also, da müssen wir lang, okay. Alter, da will er jetzt reinklettern. Ja, der hat die Heldengene von seinem Vater, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Komm ich da nicht runter? Alter. Der steht genau hier. Jetzt los. Alter! Teufel! What? Da! Wo wollt ihr denn bitte? Oh, haben die eine Klatsche, die Dämonen? Sankai, bitte Bullio. Keine Überlebenden, ey. Alter Vater. Ich bin mal gespannt, wie oft wir das machen müssen. Nein, bitte! What the fuck? Alter! What? What? Okay. Was war gar nichts. Dreh dich um. Alter Schwede. Viel total gut, dass sie. Er stand genau hier. Ich muss ihm helfen.
Alter, der hat gesagt, ihr sollt gehen. Ei. Jetzt. Gar nix. Geh die um. Alter. Auf doch vorsichtig auf den Scherben, ey. Yo, Kyler. Ich hab dich, Dad. Stimmt da hoch, oder? Da kann ich nicht hoch. Boah, muss ich gegen ihn kämpfen, oder was? Das war eine geile Idee. Total geil. Stopp! Genug! Wir müssen weg! Jetzt! Dad. Ach, Schwein gehabt, Kleiner, würde ich sagen, Dad. Ey, ganz ehrlich. Ja, und jetzt ist Spider-Man wahrscheinlich schuld daran. Denke ich mal. Jetzt wird Spider-Man ist jetzt der Doofe. Der wird jetzt gelyncht von dem, weil der jetzt seinen Dad umgebracht hat. Eine Woche später. Mein herzliches Beileid. Kennen wir uns? Ich bin Peter Parker. Ich war beim Rathaus als... ich weiß, du kennst mich nicht, aber ich wollte dir nur sagen... Ich weiß, was du durchmachst. Das wolltest du doch sagen, oder? Oder die Zeit heilt alle Wunden. Oder keine Sorge. Das gehört zu Gottes Plan. Tut mir leid, ich wollte nur... Versuchen zu helfen. Ich weiß. Es tut mir wirklich leid. Ich weiß nicht, was ich mit ihm machen soll. Trophäe erhalten. Dämonendämmerung. Okay. Okay. Jetzt geht das erst richtig los, wa? Ja, vor der Nacht. Jetzt geht das erst richtig los hier. So. Schlechte Abdeckung hier. Ich muss mehr Türme aktivieren. Ja, das mag sein. Ach, hier oben waren wir noch gar nicht. Ja, dann würde ich sagen, machen wir doch mal so ein bisschen... Sind wir denn da oben überhaupt? Wo sind wir denn da? Dann machen wir doch mal so ein bisschen...
Free World Play jetzt. Es tut mir leid, Chef. Dann werden unsere Skills und alles auch noch ein bisschen besser. Ich bin im Stress. Was gibt's? Hast du schon nach Martin Lee gesucht? Nein, wie gesagt, ich kann aufgrund einer Vermutung von Spider-Man keine Fahrzeuge ausgeben. Ich sage dir, er ist unser Mann. Das war Martin Lee. Bring mir handfeste Beweise. Ach, guck mal, siehste. Handfeste Beweise. Ich hab doch gleich gedacht, der kommt mir irgendwie bekannt vor. Hey, ich bin's. Ich hab das überhaupt nicht geschnallt gerade. Was denkst du? Ich hab's vermasselt. Der Junge hat seinen Vater verloren. Ich kenne dich zu gut, um dir zu raten, du sollst mal eine Pause machen. Was ist mit der Polizei? Was mit der Polizei? Wir wissen's nicht. Hey, hat sie eine Spur zu Lee? Sie suchen ihn nicht mal. Selbst Yuri glaubt mir nicht. Dann müssen wir ihn finden. Ich habe nachgeforscht. Geh zu dieser Adresse. Martin Lee hat letztes Jahr eine Mehrheitsbeteiligung an diesem Recyclinghof erworben. Du glaubst, er versteckt sich da? Vielleicht. Wir wissen, dass er nicht beim Feast ist. Wenn er nicht am Recyclinghof ist, findest du dort vielleicht Hinweise auf seinen Aufenthaltsort. Klar. Gute Arbeit, MJ. Ich sag Bescheid, was ich herausfinde. Oh, und eins noch. Ich habe mit einem Detective über die Verhöre der Dämonen gesprochen. Sie behaupten, Martin Lee habe die Macht, Zitat, Leute zu verderben. Verderben? Was soll das heißen? Es soll eine Art Gedankenkontrolle sein, die deine negative Seite weckt. Man tut dann Dinge, die man sonst nie tun würde. Hört sich weit hergeholt an. Sagt der Typ, der Wände hochlaufen kann. Ja, der Martin Lee. Aber der hat ja schon irgendwie sowas gesagt, ne? Der wird also irgendwie... Der wird da schon einen Grund für haben, warum der das macht, denke ich mal. Aber ich weiß halt noch nie, welchen. So, schwingen wir uns mal weiter und wir aktivieren jetzt erstmal alle Türme, würde ich sagen, damit wir damit schon mal durch sind. Achtung, bewaffneter Raubüberfall in Geschäftsbezirk. Später. Brauchen mehr Officer in Spanish Harlem. Später. Jetzt machen wir erstmal hier. Freunde, ich habe neue Infos zu Adrian Toomes, alias Vulture. Der geflügelte Kriminelle scheint unter Krebs zu leiden und wurde in die Krankenstation des Raft verlegt, was die Öffentlichkeit ein Vermögen kosten wird. Ich frage Sie, warum gibt es eine Krankenstation im Raft? Das ist ein Hochsicherheitsgefängnis voller Irrer. Lass der Natur ihren Lauf, wenn die krank werden. Das ist brutal, aber die Steuern sind das auch. So. Okay. Ja, was machen wir denn jetzt? Ach, da sind immer noch welche, die ich noch nicht habe. Und darunter ist die Quest. Dann würde ich sagen, machen wir die drei noch hier. Und dann machen wir vielleicht erstmal mit der Quest danach weiter. Gucken wir mal. Schauen wir mal. Ich bin noch nicht in Free World Laune hier. Open World, so. Free World, ey. Oh, was ist denn da los? Da hat einer auf dem Dach schon wieder Randale gemacht oder was? Leute, Leute, Leute! Klar, Paraden sind toll, doch nicht ohne Genehmigung! Lang nicht gesehen! Wie hau ich die denn? Ja. Station. So hau ich die. Okay. Was ballert denn da noch? Hat die Bombe? Mist, Bombe im Laster. Ich muss sie da rausholen. So gut war. Habe ich das jetzt geschafft oder nicht? Nicht so wirklich, ne? Mörderparade? Ja. Aufgehalten. Spinne die Bombe in der Luft ein. Doch, haben wir geschafft. Passt auf die Dämonen okay. Auf, bis Verstärkung kommt. Wo wollen wir jetzt hin? Da? Okay. Ist immer noch der gleiche. Und dann geht's weiter. 10:34, Officer im Gefängnis.
Gefecht mit Bewaffneten. Schüsse sind gefallen. Bitte nach Spanish Harlem. Ey, ich muss auch noch andere Sachen machen. Ich kann hier nicht nur Polizei spielen, ja? Da ist irgendwie eine Baustelle, denke ich mal. Rechts neben mir. Okay, wir schwingen uns weiter. Das ist ein schöner Kreisverkehr da unten. Wer sitzt sich denn da rein? Sagt sich, schöner Kreisverkehr. Oscorp. So. Ich glaube. Alter! Geh jetzt hoch! So. Alter! Ey! Mein Gott! Achtung an alle Einheiten! Ein Überfall wurde gemeldet. Bitte nach Morningside Heights. So, den haben wir. Da sind schon wieder Verbrecher vorne in der Nacht. Ich kann das nicht. Ich kann da nicht einfach dran vorbeigehen. Kann ich leider nicht. Ich kann da nicht dran vorbeigehen. Gefahr, Gefahr. Oh, die anderen haben mich gesehen. Das ist schlecht. Meine Herren, ich muss Sie aus dem Geschäft bitten. Hier kommen noch neue, okay. Weg alle? Oder noch wer ohne Fahrschein hier? Hier muss noch einer da. Oh, weg mit dir. Weg mit dir. Hey, wir bringen noch was über Jefferson Davis. Und da habe ich mich gefragt, wie geht's seinem Sohn Miles? Ja, wie geht's eigentlich seinem Sohn Miles? Nicht gut. Ich kenne das. Man denkt nur noch an den Verlust. Er braucht eine sinnvolle Beschäftigung. Vielleicht einen Nebenjob? Keine schlechte Idee. Aber es muss was Passendes sein. Etwas, wobei er sich nützlich fühlt. Wo er etwas bewirken kann. Das klingt für mich genau nach Feast. MJ, das ist perfekt. Ich werde mit May sprechen. Dafür bin ich ja da. Oh, und noch einer. Den wir entschlüsseln können hier. Okay, haben wir jetzt alle oder fehlt noch einer? Einer fehlt noch. Einer fehlt noch. So, den machen wir noch eben hier. Und dann geht das weiter. 300 Meter ist ja nicht ganz so weit. Ist ja quasi nur ein Katzensprung entfernt. Denn da unten so viele Gegner? Guckt euch das mal an, da rechts. So ein Raketenwerfer weckt einen auf! Ah,
Eieieiei. Was war das denn, ey? Warum haben die denn jetzt alle Raketenwerfer? Haben die einen an der Klüse, ey? So, ich glaube, jetzt haben wir endlich alle Tower hier gemacht, ne? Würde ich jetzt mal sagen. Jo, ich glaube, wir haben alle Tower der Stadt erledigt. Hervorragende Abdeckung, ja, sehr gut. Okay, dann sind wir auch schon fast an der Quest. Ja, wir gehen auf jeden Fall an der Stelle mal raus. Ja, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr morgen wieder dabei seid und positives Feedback da lasst. Ich bin der Theo da. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.